Der Islam ist in einigen Situationen aus der Sicht des westlichen Liberalismus intolerant. Und das ist auch gut so. Ich werde euch erklären, was mit dieser Aussage gemeint ist und ein Beispiel hinzufügen. Und selbst aus der Sicht eines Nicht-Muslims sollte das logisch nachvollziehbar sein. Ich würde auch klardenkende Christen dieses Video empfehlen, weil ein Großteil dieser Aussagen, die getätigt werden, sowohl zum Islam als auch zum Christentum passen. Deswegen hallo an die Christen, die gerade zuschauen. Viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Frage an die Christen. Wollt ihr euch wirklich zurücklehnen und alles, was gerade passiert, einfach so hinnehmen, bis das Christentum völlig zerstört ist? Heutzutage ist es völlig normal geworden, dass man unter diesem Deckmantel von Liberalismus, Meinungsfreiheit sich über die Propheten lustig macht. Und das gilt nicht nur für Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern das gilt auch für Jesus, Isa alaihi salam, insbesondere für ihn. Es gibt sehr viele Beispiele, wo Leute, wie gesagt, unter diesem Vorwand von Meinungsfreiheit sich lustig machen über die ganzen Propheten. Vor allem über Jesus. Und zwar, ihr kennt wahrscheinlich diese Filme, diese Serien, wo er immer auftaucht und man sich über ihn lustig macht, ihm seine Ehre entzieht, ihn blamiert. Und das geht leider so weit, dass, und ich will dazu natürlich keine Bilder zeigen, dass Leute so weit gehen und seine geehrte Mutter, die Jungfrau Maria, als Prostituierte darstellen und wirklich als, ihr wisst schon was beleidigen, die Worte will ich nicht in den Mund nehmen, sprich, sie beleidigen Jesus indirekt als, ihr wisst schon was. Und das ist meine Frage an die Christen. Denkt ihr wirklich, dass es Jesus gewollt hätte, dass man ihm einfach so seine Ehre entzieht und praktisch auf ihn tritt, während er schon am Boden liegt? Das alles machen sie mit ihm, bis es zu solchen Vorfällen kommt wie Piss Christ, wo man Isa alaihi salam, also Jesus, als Plastikfigur darstellt, auf diese Plastikfigur dann wortwörtlich uriniert und das dann als Kunstwerk abstempelt. Das heißt, man fotografiert das und Museen haben das sogar noch angenommen. Wie kann es so weit kommen? Merkt euch, das Ganze geschieht unter diesem Deckmantel von Meinungsfreiheit. Das heißt, diese Leute machen das, verärgern damit Millionen von Menschen und kommen einfach so davon. Der Islam sagt nein, wir setzen hier einen klaren Schlussstrich. Und falls es die Christen nicht wissen, wir Muslime glauben an Jesus, Isa alaihi salam. Und wir ehren ihn so sehr, dass er im Koran nur bestens beschrieben wird. Und seine Mutter Maria, die ein eigenes Kapitel im Koran hat, das nach ihr benannt wurde, Surat Maryam, Kapitel 19, Kapitel Maria. Und über sie wird auch nur mit den besten Worten berichtet. Sie war eine geehrte Frau. Schaut euch mal an, wie Allah über Jesus, Isa alaihi salam, in diesem Kapitel spricht, ohne es in die Länge zu ziehen, um nicht vom Thema abzuschweifen. Aber Allah sagt im Vers 29, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ. Das bedeutet, Maria hat auf Jesus gezeigt, als er ein kleines Baby war. Und die Leute haben gesagt, wie sollen wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Und jetzt spricht Jesus, Isa alaihi salam, als er noch ein Kind war. Ein Wunder, an das wir Muslime glauben, das im Koran drinsteht. Was sagt Isa alaihi salam, nachdem seine Mutter auf ihn zeigt? Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Das bedeutet, er sagte, also Allah spricht über Jesus. Er sagte, ich bin Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und schaut euch jetzt die nächsten Verse an. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّ. Das bedeutet, Jesus, also Isa alaihi salam, spricht zu den Leuten und sagt zu ihnen, Allah hat mich gesegnet gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet, also zur Pflicht, hatte mir das Gebet gemacht und die Abgaben zu verrichten, solange ich lebe. Und dann sagt er, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. In diesem Kapitel gibt es Weisheiten über die Güte gegenüber den Eltern. Also sagt Jesus, ungütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Subhanallah. Und das hier ist der letzte Vers, den ich euch zeigen will, und zwar was Jesus, also Isa alaihi salam, gesagt hat. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ. Jesus sagt, السَّلَامُ عَلَيَّ, das bedeutet Friede sei auf mir. So wie wir السَّلَامُ عَلَيْكُمْ sagen, Friede sei auf dir oder mit dir, sagt er السَّلَامُ عَلَيَّ, Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, am Tag, da ich sterben werde und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Wir glauben daran, dass Jesus im Namen des Islams wiederkommen wird. Das heißt, wir Muslime hätten sowas wie Piss Christ
nicht zugelassen. Wir Muslime setzen Grenzen. Wir sagen, Schluss ist Schluss. Und wir dürfen nicht einmal unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zeichnen. Und wie gesagt, Jesus hätte sowas niemals zugelassen. Weil wenn ihr wirklich sagt, dass Jesus hier keinen Schlussstrich gesetzt hätte, dann würde es heißen, dass die Nachricht, die Jesus übermittelt hat, falsch ist. Warum? Weil diese Nachricht zu einem riesigen Glaubensabfall führt. Und das ist das Problem, was wir haben. Das Christentum bricht zusammen. Und wir Muslime sagen, dass der Islam die einzige Religion ist, die sich gegen diesen stark wehenden Wind von Liberalismus zur Wehr setzt. Und seitdem der Islam vollkommen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, benötigen wir keine Reform. Wir dürfen das nicht mal. Und warum sollten wir? Etwas, was vor 1000 Jahren moralisch falsch war, ist heute genauso falsch. Und genau das ist eines der Gründe, weshalb das Christentum bröckelt. Dadurch, dass einem erlaubt wird, dass man sich über das Christentum oder auch über den Islam lustig macht, was passiert dann? Die Leute werden sich denken, hey, die Religion, die nehme ich nicht einmal ernst. Diese Religion ist irgendwas, worauf ich spucken kann. Das ist die Realität. Aus diesem Grund verlassen viele den Glauben. Und wie gesagt, wenn ihr behauptet, dass Jesus kein Problem damit hätte, dass man ihn so herabwürdigend darstellt, dann sagt ihr indirekt, dass die Nachricht von Jesus zum Aussterben vom Christentum führt. Und im Gegenteil, wenn wir uns die römisch-katholische Kirche anschauen und die Kirchenväter, dann merken wir, dass diese sehr strikt bei den Bestrafungen waren. Das bedeutet, dass diese Leute laut eurer Aussage die Botschaft von Jesus nicht verstanden haben. Und so funktionieren alle Systeme auf dieser Welt. Sobald man das System bedroht, wird man ausgelöscht. Beispielsweise in Amerika, wenn du Donald Trump oder Joe Biden beleidigst, dann passiert nichts, weil du keine Bedrohung bist. Aber sobald du es schaffst, eine Menge gegen das System zu bringen, dann wirst du ausgelöscht. Zum Beispiel Martin Luther King. Wie ist er gestorben? Mal so nebenbei, um es klarzustellen. Ich stehe überhaupt nicht hinter den Leuten, die das in die eigene Hand nehmen wollen und denken, dass sie dem Islam was Gutes tun, dadurch, dass sie jemanden, ihr wisst schon was, weil er eine Karikatur von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gezeichnet hat. Das geht überhaupt nicht und geht komplett gegen den Islam. Das führt nur dazu, dass man noch mehr Hass gegenüber dem Islam entwickelt. Leider ist es so, leider gibt es solche Leute, aber die gibt es überall. Nun kommen wir zur Aussage, die ich am Anfang des Videos getätigt habe. Und zwar, dass der Islam intolerant ist. Ich sag mal so, was versteht man unter Toleranz? Wenn wir von der Toleranz ausgehen, die wir hier im westlichen Liberalismus haben, sprich, der Mensch hat seine maximale Freiheit und du darfst ihn in keinster Weise einschränken. Das heißt, wenn man jemanden in seinen sexuellen Bedürfnissen einschränkt oder wie in diesem Beispiel es jemanden nicht erlaubt, gegen Gott zu lästern, dann geht man gegen seine Menschenrechte. Wenn wir davon ausgehen, ist der Islam aus dieser Hinsicht intolerant. Aber es gibt etwas, was sich die traditionelle Toleranz nennt. Und hier geht es darum, dass Menschen ein Grundbedürfnis auf Familienmitglieder haben, auf eine Community, die sie die ganze Zeit unterstützt, also eine gute Freundesgruppe, sage ich jetzt mal, auf eine Beziehung, die auch wirklich hält, auf den Glauben an Gott, das bedeutet, man muss an Gott glauben, damit man überhaupt glücklich im Leben ist. Auf das Ganze haben die Menschen ein Recht. Und diese Werte können nur beschützt werden, indem man andere Werte einschränkt, die dieser westliche Liberalismus erlaubt. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, Familien gehen schnell auseinander, Beziehungen gehen sehr schnell kaputt, das alles beugt der Islam vor. Und wir sehen, dass nur 200 Jahre von diesem Säkularismus dazu geführt haben, dass Leute in Massen das Christentum verlassen, dass Kirchen schließen und so weiter. Das bedeutet, 200 Jahre haben das Christentum so sehr zerstört, wenn man das mit islamischen Ländern vergleicht. Christen, die seit über 1000 Jahren in islamischen Ländern leben, haben bis heute noch ihre traditionellen Werte beibehalten. Wir haben tatsächlich miteinander gelebt. Natürlich hatte man nicht eins zu eins dieselben Rechte, weil der Islam sowas wie einen Anreiz gibt, dass man zum Islam konvertiert. Aber sobald man konvertiert, hat man die gleichen Rechte. Und das ist das Ziel des Islams. Die maximale Zufriedenheit jeder Person. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.